Ventile, nicht. Solidarität vortäuschen für die eigenen Ziele. Was für ein Ehrenmann. Es ist nicht schön, ich weiß. Doch es wird klappen. Und zwar im Sperrbezirk unserer... Einwohner von Konstantinopel. Die Janitscharen sind korrupt. Sie stehen mit dem Teufel im Bunde und beschmutzen das Ansehen unseres Sultans. Psst, sagt nix. Kommt und seht, was Stolz und jahrelange Erfahrung für euch tut. Was sein Vater sich ihm nicht widersetzen können wird. Und dass diejenigen belohnt werden, die sich dem Prinzen gegenüber loyal zeigen. Allen anderen wird er die Untreue vergelten. Der Sultan, möge er ewig leben. Erinnert alle Gesäunde. In dieser Woche bekommt ihr meine Arbeit quasi geschenkt. So. Okay. War nämlich eine Wurfmasse. Wisst ihr? So, kaufen wir da drüben noch. Kaufen wir die Weißen noch hier. Kann ja nicht schaden. Kann ja nicht schaden, die Kollegen hier schon zu kaufen, bevor ich sie vergesse, ne? Meine Freunde. Das war's. Kommt jederzeit wieder. Jo, mach ich. So, jetzt, jetzt tue ich schon die zwei Herren noch bestechen und dann müsste es eigentlich funktionieren. Bitte geht weiter. Männer und Frauen, hört mich an. Ihr habt nichts Unrechtes getan und verdient solche Behandlung nicht. Yes, Mann. Das Tor wird nicht lange geschlossen bleiben. Die Leute tun euch einen Gefallen, Ezio. Erwidert ihn und bewahrt sie vor Schaden. Ihr Schweine! So. Arschloch. Sehr gut. Das war fantastisch. Ja,
Öffne der scheiß Tor doch endlich mal, Leute. So. Ich versuch's. Ich kann nichts versprechen. Was? Nicht hier oben sein. Ich habe das hier eigentlich ausgehört, aber nein. Was? Stirb! Ich bin bei dir, Karne. Zack. Karetzi, wo steckt? Nicht. Ich bin. Zack. So einfach geht's. Jedenfalls läuft er wie einer. Warum die Kapuze? Perfekt. 20 Jahre in der Stadt, ein Leben als niemand. Nun endlich fügen sich die Teile zusammen. Ist die Palaiologos-Linie wieder eingesetzt, Manuel? Dann vergesst nicht, wer euch dabei geholfen hat. Natürlich nicht, mein Freund. Im Traum würde ich einen Mann wie euch nicht betrügen. Doch ihr müsst Geduld haben, Novaroma wurde nicht an einem Tag erbaut. Ich bin zufrieden. Bringt mich auf mein Schiff. Wenn auch nur eine beschädigt wird, behalte ich das Geld. Merda. Du entkommst uns nicht! So. Greif ihn! Da ist er! Da ist er! Auf ihn! Den Mann kenne ich. Ganz sicher. Was ist denn das? Verdammt! Mach ihn jetzt nieder. Auf! Hast ihn! Auf den muss ich mich. Zack. So, wo wir jetzt gerade drin sind, meine Freunde. Ihr wisst doch, der letzte Zettel. War da hier? Vorsicht, Freundchen.
So, ich muss mal kurz mal noch gucken hier im Internet. Auf mein Handy. Könnte ein paar Minütchen dauern. Weil ich lange. Weiter zurück. Okay. Ein bisschen Stück weiter zurück. Okay, ich hab's. In Anderschein hier war das. Beim heiligen Simeon, er wird noch jemanden verletzen. Nicht der Sohn. Okay, ich muss genau gucken, wo die Scheiße ist. Ich kann den Finger nicht mehr ruhig halten. Okay, da ist es. Genau. Hier. Na, ich guck genau mal hin. Mann! Okay. Ich hab's es wirklich. Ah, das ist so ekelhaft. Jetzt mal krabbelt's in der Nase. Nicht so Hachi-Nase, so ob ekelhaft Insekten-Nase. Was? Langsam! Du hast mir wehgetan! Au, welche Stimme. Alter, bin ich bescheuert oder so? Und jetzt war ich will darauf keine Antwort haben, danke. Hier nicht. Hier auch nicht. Ich guck's mir nochmal an, Leute, das ist... Ach hier! Ich hab's wirklich, Leute. Ohne Scheiß jetzt. Markiert ist es schon. Ich habe an der falschen Stelle gesucht. Verdammt nochmal. Da oben ist es. Ich zeige euch gleich mal auf der Map. Hier. Genau hier. Da wo Ezio ist. Da. Ist es hier an der Scheune.
So, nachdem wir das freigeschaltet haben, ne? Keine Ahnung, ach hier. Versteckte Gruft. Da kann ich jetzt hingehen. Und da werde ich auch hingehen. Und da haben wir eine beautyvolle Rüstung. Ich suche mal den schnellsten Weg. Hier. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Reinkommen. Dumm. So klettert, bist bescheuert. Typisch Pussys. Ich will die Rüstung. Es steckt keine Methode hinter ihrer Gewalt. Doch. Hört nicht auf den Herold, er lügt. Er wurde nur bezahlt, um das zu sagen. Yo, 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 es kommt die Kraft. Ja, nee, ist klar. Ist ja nicht so, ob da unten auf Äste wären. So Leute, es geht die Gruft, die Gruft, die Gruft, 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 jetzt geht die Gruft, die Gruft, die Gruft, die Gruft, Gruft. Okay, ich hör schon auf. Freue mich nur. Für euch. Und für mich selbst. Ich liebe Gruften. Gruftis. Nein, ich meine nur Gruften, nicht Gruftis. Achso. Halt dich gut fest, Ezio. Du geile Sau. Ezio. Wunderschön, muss ich sagen. Und ich scheiße es, Leute. Wirklich schön.
Kiste. Bei Kisten nicht Erde, Sprengfall nicht wert, oder was? Zurück. Oh, da ist sie ja. So. Okay. Alter. Jau, du erschreckst mich, jau. Ezios Motto, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Scheiße. Fall bloß nicht runter, Ezio. Guck nicht nach unten. Es ist scheiße hoch. Alter, halt dich bloß fest. Wenn du einmal fällst, dann fällst du richtig. Heilige Scheiße. Ich guck. Da ist es. Sein Grab. Und darin auch so eine geile Rüstung. Ich muss sagen, bei der Rüstung haben sie sich echt ziemlich Mühe gegeben. Ich werde es doch gleich sehen, meine Schnuckis. Fäden ja oder so. Jedes Mal das ekelhafte Fäden geben, Dingse.
mach halt das nochmal. Doppelt hält besser, ne, meine Freunde? So, und zack. Sieht das nicht geil aus? Spielerbonus bringt mir überhaupt nicht viel. Aber das ist richtig geil. Also mit den Dingen hier dürfte man hier eigentlich nicht auffallen. Ich bin immer hier für euch, Effendim. Da leider. Echt, muss sagen, haben sie echt geil gemacht, die Rüstung. Die Brustrüstung hätte etwas dünner ausfallen können, aber trotzdem ist er geil. Die Maske lässt auch einen so richtig mysteriös wirken. Mysteriös. Ich mach euch sofort nicht gehen. Was zum Henker? Gnade. Hey! Du musst ja mal die Wache rufen. Ich hab nichts getan. Hab doch gar nichts gemacht. Bin unschuldig. Ich weiß, dass ihr die Illuminationen in den heiligen Werken in meiner... Gerade Und vielen Dank. Kommt bald wieder. Geld mehr, lol. Doch, hab ich doch 8000. Jemand sollte euch ein bisschen Respekt beibringen. Ach, das bringt überhaupt nichts mehr, Caesar. Keine aufgeblasenen Preise, aber zugeblasenen Preise. Ja. Ich habe, was ihr braucht. Von traditioneller Medizin bis hin zu fortschrittlichen Blutegeln. Gibt's auch primitive Blutegeln oder was? Für mich sind Blutegeln Blutegeln. What the fuck? Seiden und Leder. Meine Kunst hält ein ganzes Leben lang. Wenn du meinst. Aber du weißt, mein Leben ist lang. Wieder ein zufriedener Kunde. Leb wohl. Leb wohl. Ich persönlich hätte euch nicht besser pflegen können.
Konstantinie nur zuschaute und seine stolzen Bürger in der Not alleine ließ. Wir müssen die assassinische Bedrohung. Salute! Ich bin zwei Büchern auf der Spur. Eines nahe Topkapi und das andere im Bayezid-Bezirk. Bayezid zuerst. Topkapi ist eine Sackgasse. Ah, oh, sieh. Was haltet ihr davon? Oh, Ezio. Incredibile. Frühe koptische Bindung. Noch gut erhalten. Erstaunlich. Das scheint eine Abschrift aus dem 3. Jahrhundert zu sein. Sophia, was ist hier geschehen? Ach, das passiert ein-, zweimal pro Jahr. Leute brechen ein und hoffen, hier Geld zu finden. Ich habe nicht viel hier, aber dieses Mal haben sie ein wertvolles Gemälde erbeutet. Eine Schande. Arbeitet weiter. Ich werde euer Gemälde finden. Ezio, der Dieb ist längst über alle Berge. Wenn der Dieb Geld suchte und das Gemälde nahm, dann ist er noch in der Nähe, um es loszuwerden. Nun, falls ihr es innerhalb der nächsten Stunden findet, trefft mich am Aquädukt. Ich habe dort zu tun. Ezio, der die schönsten Frauen im Not hilft. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Dieser Mann sieht mir recht suspekt aus. Wo ist das Ladro? Gestehe! Ich habe nichts getan. Ihr könnt mir nicht... Mir ist egal, wie du an das Gemälde kamst. Sag mir nur, wo es ist. Ich gab es einem Händler auf dem Bazar. Wovon soll ich sonst leben? Nächstes Mal. Finde einen anderen Weg, Kanaria. Duele, duele dich! Ich muss weg hier. Kanalie. Kanalratte! Du Ratte! So. Ich habe ein Gemälde zu verkaufen, falls ihr Interesse habt. Ein leuchtendes Porträt. Seht, wie lebendig sie aussieht. Ihre Schönheit ist unverkennbar. Bin gleich wieder da. Mit meinen Händen und ich euch. Meine Zuschauer. Ist das nicht gefährlich? Was? Lieber Gott, bitte lass mich darüber reden. Damit will ich nichts zu tun haben. Der Voll! Das wird euch ewige Verdammnis einbringen. Karrezin! So eine Scheiße! Lanet äußern. Wie furchtbar. Arme Seele. Du Dieb! Kein Respekt vor den Toten! Das sollte ich auch. Die Toten mit Augen. Scheußlich. Du Scholle, Scheiße. Die Wache wird dir eine Lektion erteilen. Da beraube ich über euch aus. Gib mir ein Geld. Nieder mit dir. Schande über euch! Guck mal, wie viele Leute jetzt gerade ankommen. Ihr Schweine!
Monster! Weiter so! Nieder mit den Tyrannen! Na kommt! Ich schlag keine Frauen, und wenn die Frauen mich schlagen wollen, dann bitte. Du Niederträchtiger! Die töten... Lol, ich hab euch schon gesagt, dass ihr töten sollt. Lasst den Toten ihren Frieden. Halt! Bitte Gott, lass mich leben! Bitte Gott, lass mich leben! Kachelzin! So eine Scheiße! So geht's auch. Schon gut, bitte tut mir nichts, ich gehe. Was für ein Ding? Ich eure Lebensspanne nicht gönnen. Es ist gut getroffen, findet ihr nicht? Das Original ist mir lieber. Buffone. Es war ein Geschenk meines Vaters zu meinem 28. Geburtstag. Ich musste eine Woche für Albrecht Dürer Modell sitzen. Könnt ihr das glauben? Ich? 7 Tage still sitzen, ohne etwas zu tun? Kann ich nicht. Una tortura. Also, ich habe euch ein weiteres Buch gefunden. Und es ist nicht weit von hier entfernt. Grazie. Ezio, worum geht es überhaupt? Ihr seid kein Gelehrter, so viel ist klar. Arbeitet ihr für die Kirche? Nicht die Kirche, nein. Doch ich bin ein Lehrer, sozusagen. Eines Tages erkläre ich es euch, Sophia. Wenn ich kann. So, das Buch muss warten. Ich meine, muss eine Assassin-Mission, da ist mal Schluss für heute. Für Assassin's Creed. Dann hab ich erstmal einiges zum Rennen, ey. Puh. Was war das jetzt? Ich stand ein bisschen schräg. Da habe ich schon erstmal einiges zu rendern. Aufgrund seines flammenden Unglücks im großen Basar begrüßt euch der verrückte Kalif, Sultan der Gewürze. Gute Neuigkeiten, Mentor. Die Schauspielerin Lysistrata wird öffentlich auftreten, unter falschem Namen. Sie weiß, dass es klüger wäre, unterzutauchen. Doch ihre Eitelkeit macht sie leichtsinnig. Folgt mir. Dieses Mal erwischen wir sie. Keine Fehler. Nehmt euch Zeit und plant euren Angriff. Evet, Mentor. Ich warte ein ganzes Jahr, wenn ich muss. Ich hoffe, dazu kommt es nicht. Ich habe noch mehr zu tun. Der Sultan erinnert alle Truppenteile, die sich ihren Regimentern noch nicht angeschlossen haben, daran, dass Desertation und Pflichtverletzung mit dem Tode bestraft werden. Es ist der Wunsch von Sultan Heilsitz.
Sie ist frech. Das muss man ihr lassen. Frechheit ist oft ein Zeichen von Schwäche. Ein wahrer Meister geht kein unnötiges Risiko ein. Wollt ihr hier warten oder schlagen wir gemeinsam zu? Wie gesagt, keine unnötigen Risiken. Wir gehen gemeinsam. Wenn ihr sie nicht kriegt, dann ich. Ihr Tun. Unsere Lippen versiegelt, schmerzend vor Stille, obgleich wir immer wussten, wie ungünstig das Kriegsglück wogte. Wohl hörten wir, wie üblen Rat ihr gefasst, wenn Großes am Werke war. In der Seele betrübt pflegten wir dann lächelnd zu fragen euch, was ward denn verfügt um den Friedensvertrag? Oder was wurde beschlossen in der Versammlung heute frühe? Was verschlägt es dir, wolltest du... Ach, pff. Für mich ist es nicht schlimm, wenn Rekruten zuerst kriegt. Pflicht, Assassine. Doch mit solch einer Kälte, dass ich euch fast bemitleide. Die Leben, die ihr beschützt, sind leer, schwach und ohne jeden Glanz. Welch freudlose Welt erwartet uns, wenn ihr Assassinen euch durchsetzt. Verlasst diese Welt in Frieden. Wir haben Aufmerksamkeit erregt. Lauft! Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Herrn. Woher kann ich ihn doch hier nicht her, oder? Steht mir nicht im Weg. Ich soll denke ich. Weg hier! Nicht sie weg hier! Ich muss weg hier! Schnell weg! Weg. Nee, nee, nee. Nicht sie weg hier! Halt ab! Ja. Ich muss fort von hier! Wo sind die Schlitten, verdammt! Wir machen ihn auch so! Zack. Ich habe es immer hier verborgen habe. Ich bewundere. Ich finde es so geil, wenn sie nicht sperrt, etwas in zwei Hälften zu teilen und als hier trotzdem draußen Waffe macht. Bewaffnet? Hier? Was ist nun los? Guck mal kurz. Nur Vierer sind das nicht. Na dann, meine Freunde, bis zum nächsten Mal mit mir, eurem Dreamer und mit Ezzy Auditore, der Mentor der Assassinen. Er hier. Und Träger der legendären Rüstung. Bei Assassin's Creed Revelation. Bye bye.